Emmy, ohne Scheiß, geh einfach mal eine Stunde laufen. Das hilft richtig gut, um Stress abzubauen. Ganzer Scheiß mit Jannis. Danke. Okay, wenn es um Stress geht und den ganzen Scheiß um Jannis. Sekunde. Ich habe schon mal angefangen, was kalt zu stellen. Dann können wir diesen ganzen Stress mal vergessen, weil ich glaube, du kannst genauso gut gebrochen wie wir alle. Und zwar ein Mädelsdate. Na, was sagt ihr dazu? Wir chillen zusammen, quatschen. Geil, bin dabei. Emmy, du auch? Geil. Nimm's mir nicht übel, aber im Moment ist mir nicht so nach, okay? Okay. War ja klar, dass die Spaßbremse keinen Bock hat. Ach, komm schon, Emmy. Ist gut. Olli ist echt gut. Pass auf. Wir haben ja alle irgendwie mit dieser Situation zu kämpfen. Ja, Theo wohnt jetzt wieder hier, das schmeckt uns allen nicht, aber es ist für Jannis, glaube ich, ganz gut, okay? Amen. Wir müssen selber noch mit der Situation irgendwie. Pass auf, ich gehe jetzt schnell duschen. Aber warte mal, Hauptsache, Jannis rastet nicht schon wieder so aus. Ja, ist ja okay. Scheiße, nein, Alter. Nein, Alter. Wer denn sonst? Scheiße, Caro, Alter, ja! Nein, Mann! Theo, komm rein! Ey, warum rufst du nicht an, Mann? Als ob ich vorher anrufe, ich bitte dich. Oh, Scheiße! Diese Treppen, ey, ne? Nee, oh, ey, wirklich, ich klebe und du siehst auch nicht besser aus. Kann ich auch drucken. Mann, ist egal. Komm rein, Alter. Darf ich diese anderen Worte? Ah, Scheiße, du bist wieder da! Was ist das? Was? Ah! Jo! 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 Ich drück dich mal nicht, ich bin wirklich mega durch. Der Flug war voll lange und dicke Menschen liegen hier. Von ihr habe ich ja auch immer erzählt, die ich in der Auszeit getroffen habe. Seht ihr die Bilder mit Zimmer im Bett? Das ist sie! Meine Caro ist wieder da? Ey, besser kann der Tag doch jetzt echt nicht mehr werden. Was geht hier ab eigentlich, Mann? Wer wohnt jetzt hier alles? Wer schläft mit wem? Was, wie? Emmy und Jannis waren tatsächlich bis vor kurzem eine sehr lange Zeit zusammen. Und dann hat Jannis mal wieder zu Drogen gegriffen. Schon wieder? Ist auch noch ein Thema, ja? Ja. Und jedenfalls hat er dann wieder Psychosen entwickelt, ist mit einem Messer auf uns los. Und dann ist, kennst du Theo eigentlich noch, sein Vater? Der Bruder von Paula. Ja. Ja, genau. Der wohnt jetzt hier auch irgendwie, das ist dann hier eingezogen, ist wieder plötzlich aufgetaucht. Und ein Wirrwarr. Wir halt noch. Und ja, das war eigentlich. Krass, krass. Ich muss dir noch was gestehen. Ich bin ja jetzt nicht nur wegen dir hergekommen. Ja, das war mir schon klar. Ja, ich treffe mich noch mit Krause nachher. Ja. Ein neues Tattoo? Ja, genau. Dafür brauche ich ein Beratungsgespräch. Also, nee, hast du nur einen Auftrag? Oder? Nee, es ist auch alles ja noch ein bisschen top secret. Also musst du dich noch ein bisschen gedulden. Caro, so läuft das hier nicht. So läuft das immer, das weißt du auch. Mann! Aber wenn du willst, komm einfach mit. Der wird sich freuen, dich mal wiederzusehen. Ich glaube, der Shampoo, der ist schon kalt, ne, Miller? Wollen wir den langsam holen? Olli, oder? Das können wir ja auch noch später machen, ne? Okay, wann wir los? Also ich hab keine Timeline, also wir können los von mir holen. Können auch jetzt gleich los. Sehr gerne! Ja? Ah, ich sehe. Oh mein Gott. Komm mal, ruhig mit, ich bin eh ein bisschen nervös, Mann. Ich habe den auch so lange nicht mehr gesehen, wirklich. Das Studio haben sie neu gemacht, sieht richtig geil aus jetzt. Krass, okay. Ja. Ich bin echt mal gespannt auf Daniel, ey. Darfst du. Aber cool, dass du dabei bist. Mann, der Shampoo läuft nicht weg, Olivia läuft nicht weg. Jetzt ist erstmal Caro-Zeit und wow, ich bin echt froh, dass sie wieder da ist. Da hast du richtig was investiert, wa? Das ist so ein Stück aus Geheimprojekt Krause und der große Traum. Ey, die Riesenhalle, alles gut und schön, aber hier steckt das Herzblut. Das, was ich immer wollte. Oldschool, geile alte Tattoo-Serie, der LE-Style, der angesagt ist. Dann schreibe ich noch eine Mail. Und jetzt pass auf, schließ die Bude auf. Und du bist in der Stadt. Und dann auch noch voll mit einchecken. Neue Designs. Das LA Girl in Berlin rockt die City mit mir hier ab. Wir tätowieren, machen Kohle und. Jetzt hast du die Überraschung geoutet. Ja, ist aber so. Ist okay. Oh shit. Sie weiß es gar nicht. Weiß es gar nicht. Daniel, was geht hier ab? Ein Monat. Ein Monat, Caro, mindestens ein Monat in Berlin. Fake. Wir rocken die neuen Tattoo-Designs. Es gibt Party. Die Stadt gehört. Uns! Ist nicht dein Ernst, oder? 4 Wochen, Digga? Ich dachte auch, ich zeig mich direkt bei euch ein in der WG. Daniel hat mich auch aufgenommen, aber. Ich nehme dich auf, gar kein Problem, sie kann bei mir machen. Ich schnarche und pupe. Oh, ihr redet auch noch so neu, Mann. Ja, wirklich. Das ist alles, das ist vom Feinsten. Ich dachte,
Das Ding hier, ich sag, das wird einschlagen wie die Bombe. Das hat auch einen Grund, warum das so lange geheim war. Es ist einfach das Ding Nummer 1. Oh, Scheiß, guck mal, ich habe so viele geile Sachen gemacht. Ich habe mich jetzt auch mal an diese Realistik-Schiene ein bisschen rangewagt. Warte mal, Caro, da war was, das fand ich voll geil. Welches? Da. Ja, sowas zum Beispiel, ne? Hab ich mich ja sonst nicht getraut. Du könntest mir ein bisschen abändern, dann steche ich dir das, wenn du willst. Schenke ich dir. Was halt? Schenken? Nee, gleich wäre der Moneymaker. Hey. No. Business ist Business, Freundschaft ist Freundschaft. Ja, Freundschaft ist Freundschaft. Okay, heute nicht, heute ist alles. Wirklich jetzt? Schenk ihr das sonst was? Wirklich jetzt? Ja, Mann. Du kennst mich nicht. Also Tradition, die mache ich gerne, echt. Cool. Ich guck mir den Rest mal an, ist okay, oder? Okay. Warte, komm gleich. Ja. Okay, pass auf, du kannst natürlich bei uns wohnen. 4 Wochen lang, das Eckzimmer ist noch frei. Mitbewohner kennst du ja, Janis und Olivia. Olivia, vielleicht solltest du mit der noch mal quatschen, weil ich glaube, die wird nicht so begeistert sein, als ich dann... Ihr seid vom einen Schlag. Ihr macht das schon unter euch aus, ihr versteht. Ja, wir kommen schon. Mann, ey, Olivia und Caro werden sich auch irgendwann besser verstehen, wenn sie sich ein bisschen mehr kennenlernen. Ich hab so einen Urin. Es wird mit den beiden Mädels. Wie geil, ey, der hat sich auch null verändert. Daniel ist immer noch wie immer. Der wird sich nie verändern. Genau wie eure Tür, die ihr niemals reparieren lasst. Nein. Alter, nee, ey, wirklich. Alle finden mir auch so krass, Mann. Oh, ja, was aus dem Studio gemacht auf jeden Fall. Ich bin volle richtig stolz. Kanne. Volle Kanne. Na? Was gab's so Schönes im Klassikzimmer? Okay. Wir haben jetzt erstmal die nächsten 4 Wochen auf jeden Fall richtig Spaß hier mit Caro. Ich zeck mich bei euch ein. Zeck, zeck. Ja, also viel Spaß mit euch immer zu haben. Voll gut, oder? Jo, wir waren übrigens gerade auf Mickey her, darüber zu quatschen. Ich habe ja auf Ibiza geheiratet. Was wir für Scheiße erlebt haben. Caro, weißt du, als ich mein Kleid in diesen blöden Reifen verfangen hat? Ey, in dem Strandbuggy, Mann. Ohne Scheiße. Dafür haben wir die Kaution noch nicht wiedergekriegt. Das Ding haben wir zerschrottet, wirklich. Ja, also, das war ja, wollen wir anstoßen eigentlich? Ja, ich warte die ganze Zeit drauf. Schon seit der ganzen Minute, die wir hier sind. Das war unser Nachgereist ist und so ein Quatsch, ey. Das ist ja eigentlich auch alles sparen können. Schon mal besser, ne? Wir stehen ja immer noch da, wo wir machen. Mach mal. Milla, nein, du wirst ganz bestimmt nicht mit dir anstoßen. Das war für uns beide, okay? Also, okay. Hol ich mal nur 2 Gläser, wenn hier die Freundlichkeit so überschwänglich ist. Hast du ein Alkoholproblem oder war der besonders toll? Willst du die Flasche köpfen? Alles klar, dann mach das aber ohne mich, okay? Viel Spaß, Salute! Köpf die Flasche und du köpfst unsere Freundschaft, Baby. Wie alt ist sie denn, Alter? 13? Das kann ja heiter werden. Pass auf, die ist eigentlich nicht so, die kriegt sie schon wieder ein. Wow. Also, Olivia ist mal wieder hochgegangen wie eine Rakete. Ich hoffe nur, dass sich das Mädchen schnell wieder einkriegt. Andererseits hat sie sich ihren Mädelzack mit mir wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Es lässt mir einfach keine Ruhe, dass Olivia sauer auf mich ist. Besser, ich kläre das jetzt. Na? Du, wie wär's, wenn du jetzt einfach mal mitkommst? Wir gehen hoch jetzt Caros Ankunft mal wieder richtig feiern. Komm. Komm. Milla, lass stecken. Caro ist gerade im Fokus, also macht ihr mal euer Ding. Okay? Was bist du denn schon den ganzen Tag so bockig? Ich versteh's nicht. Nur weil Caro jetzt da ist? Mann, ey, sie ist eine echt richtig alte, gute Freundin. Wir haben Jahre hier zusammen gewohnt. Das ist doch schön. Wir haben uns ewig nicht gesehen und... Frau Wittmann, Olli, egal wer kommt, du bist trotzdem meine Olli, alles klar? Du bist trotzdem eine Freundin und eine richtig gute. Also komm, Arsch hoch, wir feiern jetzt und saufen, das können wir wohl am besten, oder nicht? Genau, Arsch hoch, alles geklärt? Du darfst doch schon Alkohol trinken, oder? Begleite uns. Darf ich schon? Ja, klar. Ich hab was Besseres zu tun. Viel Spaß. Auf dem Bett sitzen ist auf jeden Fall auch geil. Später vielleicht. Komm! Olli, aber bevor du. Hey! Vielleicht überlegst du es dir nochmal. Ich würde mich freuen, du würdest oben sehr fehlen. Gut, das lief jetzt so suboptimal. Komischerweise, sobald Caro den Raum betritt, schnappt Olivia zu wie so eine kleine Auster. Ich versteh's nicht. Und wenn das jetzt hier die nächsten 4 Wochen so weitergeht, dann wird's hier so semi-gemütlich. Jo, was mit dir? Hast du jetzt die Kopf knallen oder was? Ha? Also, gute Absicht. Ich würde ja ungern diesen edlen Tropfen mit der lieben Caro teilen.
Das ist aber schade. Der 90-Cent-Sekt, ey. Riech nicht an, Mensch. Aber scheiß drauf. Ja, genau, scheiß drauf. Ihr habt ja eh schon eine Flasche Familie geköpft, ne? Sehr gut. Ich dachte gerade, es geht schon wieder los. Oh. Du kannst auch gerne weiter die Witz spielen. Ich kann dir auch im Schlaf die Haare abschneiden. Ich meine, ich bin noch einen Monat hier. Genug Zeit hätte ich dafür. Und gut stehen würden die mir auch. Olli, sie macht's wirklich. Ja. Überlegst dir, weißt du, manche kriegen gar nicht das Angebot. Ja, ich würde mir auch gerne die Haare länger wachsen lassen. Vielleicht geht's ja somit schneller. Hm? Weißt du was? Dann schneide ich dir auch die Haare ab. Was hältst du davon? Tauschen wir einfach. Ich habe ja deine als Ersatzperücke, sei mir gefallen. Alles gut. Fein. Ja? Die ist cool. Echt jetzt? Ja, Mann. Lauter! Die Brand spricht. Ich okay, Achtung. Ich habe ein geiles Angebot. Bitte? Wir lernen jetzt hier die Pulle, glühen hier noch ein bisschen vor und dann gehen wir rüber ans Matrix. Alles klar? Alter, geil. Ja. Da weißt du ewig mit dir. Achtung. Olli, übertreib dich, ja? Übertreib dich mit dem Korken. Das ist Mann. Gefährlich. Na, wusste ich doch. Ey, wie Arsch auf einmal. Jetzt ist das Trio Infernale endlich komplett. Jetzt kann die Party losgehen. Lass Paula in Ruhe. Lass meinen Sohn in Ruhe. Mach einen riesigen Bogen um die beiden. Ansonsten bring ich dich um. Die ganze Zeit hängt da draußen irgendeine düstere Gestalt. Aber was ist hier los? Bitte sei nicht das, was ich denke. Das darf nicht sein. Es kann nicht sein. Das hat doch echt alles keinen Sinn mehr. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch weitermachen soll.